Hallo, herzlich willkommen zu diesem Sonderwochengruß über das Erlebniswochenende. Ich nehme mal unseren wunderbaren analog animierten Titel hier rein, also auf dem Niveau von Flash Gordon und Perry Rhodan, irgendwie aus der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Wir machen hier die Anwendungen selbst. Das macht es einfacher und ich kann das Video hinterher unbearbeitet direkt hochladen. Das geht ein bisschen schneller. Es geht um die Frage, was kommt am Erlebniswochenende dran? Die Frage kommt jetzt logischerweise ganz oft. Wir haben noch ein paar Tage Frühbucherpreis und die allermeisten Leute lieben den Reiz des letzten Moments. Sie wollen es wirklich spannend machen. Sie fragen sich selbst, werde ich mich anmelden? Ich lasse mich selbst davon überraschen. Und sie suchen noch Argumente dafür und dagegen. Und jetzt ist natürlich mein Job, die Argumente dafür zu bringen. Und da kommt dann ganz oft die Frage, Ralf, was kommt dran im Erlebniswochenende? Was ist inhaltlich drin? Und da muss ich sagen, wenn deine Hauptmotivation, dein Hauptkriterium, dich anzumelden, ist, dass da irgendwelche tollen NLP-Inhalte kommen, Formate, Techniken und Wissen, dann würde ich dir raten, nutze unser umfangreiches Online-Archiv und nutze die NLP-Ausbildung und du wirst überglücklich werden von einer Fülle von Wissen, Techniken und Formaten. Das ist nicht das, worum es im Erlebniswochenende hauptsächlich geht. Dieses Erlebniswochenende richtet sich ja an viele Menschen aller möglichen NLP-Stufen, von gar keine Vorkenntnisse bis NLP-Trainer. Und es ist definitiv nicht die Wissensvermittlung im Mittelpunkt, sondern dieses NLP-Erlebniswochenende, diese beiden Tage, sind ein NLP-Format. Das heißt, dieses eine NLP-Format beginnt am Samstag um 10 Uhr und geht bis zum Sonntag um 18 Uhr. Es ist ein großes Format. Es geht um eine große Veränderung, die wir da machen. Und die, du weißt ja vom Formate-Baukasten des NLP, es ist Punkt A plus Ressource ist gleich Punkt B. Die Ressource, die wir dort nutzen, das ist die Gruppe, das sind die Menschen. Denn so eine Ressource, 50, 100, 150 Leute, ich weiß noch nicht genau, wie viele Leute kommen, weil es, wie du auch, viele ziehen es zum letzten Augenblick hinaus. Aber es wird auf jeden Fall eine große Gruppe werden. Und diese Gruppe ist die Ressource, an die man sonst so selten rankommt. Ich meine, wie oft bist du umgeben von 50 oder 100 Leuten, die deine Werte teilen, die deine Weltsicht teilen, die deine Glaubenssätze teilen? Das kommt nun auch nicht jeden Tag vor. Und wir sind als Menschen soziale Wesen. Wir sind sehr in diesem Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Kollektiv. Beides ist im Extrem nicht möglich. Du kannst nicht komplett als Individuum leben und dich von allem anderen abschneiden. Denn wenn du das tust, da gibt es sehr spannende Studien darüber, ich werde darüber in 2 Wochen das Webinar machen, es braucht nur wenige Tage und du wirst verrückt. So komisch das klingt, aber es geht so schnell, dass wir, milde gesagt, eigenartig werden. Also, dass wir verrückt sind, wenn wir uns aus der Gruppe völlig entfernen. Das ist wirklich gleichbedeutend dem seelischen, mentalen und am Ende auch körperlichen Tod. Das auf der anderen Seite ist aber so, dass je nachdem, in welches Kollektiv du gerätst, ja, das ist doch verrückt. Weil natürlich gibt es dann sowas wie Massenhypnose und irgendwelche Gruppenverrücktheiten, dass man da irgendwie abdriftet. Und das ist wirklich ein heikles Thema, wobei man im zweiten Fall sagen muss, dass natürlich, wenn du in der Gruppe drin bist, empfindest du es nicht als verrückt, denn es ist deine normale Lebensumstände. Das heißt, die Balance zwischen Individuum und der Kraft des Kollektivs liegt vor allem darin, dass du wählst, freiwillig wählst, in welche Gruppe du dich begibst und zu welchem Zweck. Und der Zweck ist im NLP natürlich die persönliche Veränderung, die persönliche Entwicklung. Das heißt, die ideale Gruppe ist eine, die dir deine Entwicklung, deinen nächsten Entwicklungsschritt auf deinem Weg als Menschen, die diesen Schritt erleichtert. Ich meine, in vielen Fällen wäre man schon froh, man hätte eine Gruppe, die den Schritt zumindest nicht erschwert, weil meistens ist die Gruppe ja irgendwie dagegen. Ach, bleib doch so wie früher, was schraubst du an dir rum? Du musst dich doch nicht verändern, ist doch alles in Ordnung. Und wie festhalt, festhalt, festhalt. Und da wäre schon mal ganz gut, man wäre in einer Gruppe, die zumindest nicht hemmt. Aber noch besser ist natürlich, wenn die Gruppe einen unterstützt. Das ist ohnehin das Finstere in der Psychologie. Wenn du dich persönlich verändern möchtest, ist der entscheidende Trick, das Beste, was du im Grunde machen kannst zur persönlichen Veränderung, ist, wechsle dein Umfeld, wechsle deine Gruppe. Drum haben so viele Menschen die beste Gelegenheit, sich zu verändern persönlich,
wenn sie halt zum Beispiel den Job wechseln oder wenn sie umziehen. Und ich sehe es ja auch bei vielen Menschen, die kommen in die NLP-Ausbildung und sind da in einer neuen Gruppe drin und haben dann oft nur die ersten Stunden im Grunde die Gelegenheit, sich neu zu präsentieren. Und nach ein paar Stunden sagt man, ja, ich kenne dich, ich weiß inzwischen, wer du bist. Und das ist eine ganz, ganz kostbare Zeit. Und darum gestalten wir das auch immer entsprechend, dass das schön. Also zum Beispiel, ich werde wieder die einzige Übung, die sich wiederholt vom letzten Jahr, vom Erlebniswochenende, wird sein, die Zwergenwäscheübung, wo es darum geht, sich innerhalb der Gruppe, in kleinen Gruppen, den anderen vorzustellen, auf eine lustige, fantastische, bisschen, wie soll ich sagen, also eine Idee ist, erfinde dir einen neuen Beruf, Zwergenwäscher oder Ressourcenprüfer oder sowas in der Art, Probleminspektor, dass du irgendwie dich auf eine neue Art lernst zu präsentieren und erstmal diese Gelegenheit wahrgenommen wird, die eigene Persönlichkeit im Austausch mit anderen Leuten zu entdecken. Also wir nutzen die Gruppe als Ressource und deswegen gibt es da auch Kleingruppenübungen, es gibt ausführliche Pausen, weil die Pausen sind wichtig, da lernt man sich kennen, da lernt man die neuen Leute kennen, da kann man seine neue Persönlichkeit ausprobieren. Und ich biete in den beiden Tagen mit Vorträgen und Demos und Übungen den Rahmen, in dem das stattfinden kann. Und natürlich haben wir einen von A nach B. Das mache ich wieder so, wie du es vielleicht auch schon vom Modeling-Wochenende oder vom Ressourcen-Wochenende vor 2 Jahren kennst. Meine Idee ist, es gibt im Hintergrund ein klares Konzept in der Sprache des NLP. Das Ganze ist ein gut designtes Format, was aber im Idealfall man gar nicht so merkt. Das soll sein, die 2 Tage mentale, seelische Wellness mit netten Leuten, lustige Übungen machen, viel lachen, schöne Geschichten hören. Und hinterher merkst du plötzlich, da war ja eine große Veränderung drin. Und wenn du meine Kanäle verfolgst, den Podcast, die Videos und alles, das, den Newsletter, dann weißt du vermutlich, dass seit einiger Zeit mehr und mehr, das hat sich über 2 Jahre jetzt ergeben, über diese 2 Corona-Jahre, wurde für mich das Modell Spiral Dynamics immer wichtiger. Und darum wird auch dieses Erlebniswochenende sehr in diesem Modell Spiral Dynamics stattfinden. Aber du brauchst keine Vorkenntnisse. Du musst das Modell nicht kennen. Nur wenn du es kennst, wirst du Spaß haben, weil du dann im Hintergrund merkst, da laufen hier spannende Sachen. Und ich werde auch wieder im Skript am Ende eine Analyse für die NLP-Profis abdrucken, wo ich so ein bisschen aufdecke, wie das Wochenende aufgebaut ist. Vielleicht machen wir auch später nochmal ein Webinar dazu. Das heißt, es geht vor allem den Schritt aus der grünen Welt raus in die gelbe Welt. Das heißt, es geht darum, sich von eigenen Emotionen, vor allem von eigenen Ängsten zu dissoziieren oder besser gesagt die Möglichkeit zur Dissoziation zu haben. Das heißt, es soll kein Zwang sein, du sollst nicht zwangsdissoziiert rumlaufen, aber dass du dich mit dir sowohl assoziieren kannst als auch dissoziieren. Dass du also auch von außen auf dich blicken kannst, vor allem auf deine Emotionen und Ängste, dass man sich davon erstmal befreit. Das heißt, Freiheit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und diese Freiheit dann zu entfalten, dann... Es findet ja immer Erlebniswochenende auch mein Kongressvortrag statt für den Landsiedel Online-Kongress. Kommt dann dieser Vortrag, 2 verlockende Freiheiten, das sind die individuelle und die kollektive Freiheit und eine verführerische Falle. Diese verführerische Falle besteht darin, dass natürlich dieser starke Wunsch nach Freiheit, wenn man es übertreibt, wiederum dich anfällig macht für Manipulation. Ich meine, jede von diesen Spiral Dynamic Stufen hat einen Schwachpunkt, wo sie enorm anfällig ist für Manipulation. Guck dir Orange an. Sobald du da irgendwelche hohen Gewinne versprichst, sind die alle komplett unterwegs und machen die größten Dummheiten, weil sie drauf reinfallen. Und so glaube ich, dass die Manipulation, für die gelb empfänglich ist, ist diese Illusion von Freiheit, die dir einer verkauft. Und drum 2 Freiheiten und die Falle enttarnen und merken, wo du die Freiheit wirklich bekommst. Und das Ganze dann mit einem Ausblick auf die nächste Stufe, Ausblick, wir gehen da nicht wirklich hin, was die Idee ist, dass du eben auch dann die Freiheit hast, wieder, wenn du es möchtest, in die Verschmelzung gehen, in die Assoziation zu gehen, in die Beziehung zu gehen, mit anderen Menschen, mit Gruppen, mit großen Gruppen. Im aktuellen Newsletter schlage ich sowas vor, wie mit einem Baum, der 1000 Jahre alt werden kann, oder mit einer Nation, die mehrere 1000 Jahre alt ist oder alt werden kann. Diese Möglichkeiten. Das heißt, die Grundidee des Wochenendes ist, wir nutzen die Kraft der Gruppe für den nächsten Entwicklungsschritt. Und dieser nächste Entwicklungsschritt besteht darin, sich
von eigenen Ängsten und Emotionen, die hinderlich sind, zu dissoziieren, freundlich auf diese zu blicken, darüber die individuelle und kollektive Freiheit zu entwickeln, die Falle dieser Freiheit auch gleich zu enttarnen und zu umgehen und dann einen Ausblick zu haben auf die Möglichkeiten, wirklich aus Freiheit Beziehungen einzugehen mit anderen Individuen, mit anderen Gruppen und sogar mit Ideen und größeren Sachen. Darum geht's an diesem Erlebniswochenende. Das Wichtigste sind die Menschen, das Wichtigste ist die Stimmung, das Wichtigste ist die Zeit, diese zwei Tage mit Menschen, wie du sie wahrscheinlich in dieser Menge und in dieser Auswahl, schätze ich mal, lange suchen musst, bis du so viele von solchen Leuten, ich meine, du wärst ja mit dazu, wenn du kommst, bis du so viele von solchen Leuten an einem Fleck findest, die sich gegenseitig unterstützen in ihrem Weg der persönlichen Entwicklung. Darum geht's und ich freue mich, wenn du dabei bist. Der Frühbucherpreis gilt noch bis einschließlich Samstag, das ist dann der 21. Mai, da kannst du dann noch buchen zum Frühbucherpreis von 99 € statt 149 €. Auf der Homepage von Landsiedel ist unten verlinkt. Es gibt Gruppenpreise, ist auch mit dabei. Und jetzt kommt nochmal dieser atemberaubende, analog animierte Titel von unten so ganz unauffällig rein. Das zweite Berliner NLP-Erlebniswochenende. Ist das cool, wie das hier so hochgeht? Und ich freue mich, wenn du kommst. Ich halte das mal ganz ruhig. Und wir sehen uns dann im Juli. Bis dahin,